Ob Riesling und Chardonnay oder Dornfelder und Burgunder, die Deutschen trinken gerne Wein. Während der Corona-Krise stieg der Weinkonsum laut dem Marktforschungsinstitut GfK sogar zu rund 34% an. Das machte sich auch bei den regionalen Weinhändlern, wie dem Weinhaus Hülsmann aus Meppen, bemerkbar. Einbußen musste der Fachhandel durch die Krise trotzdem hinnehmen. Die Leute waren ja durch die Bank weg sehr verunsichert gewesen. Und im Großen und Ganzen waren da natürlich Einbußen. Auch im zweistelligen Prozentbereich, ganz klar, wie bei vielen anderen auch. Wir beliefern auch recht stark die Gastronomie hier in der Region. Und die waren von diesem Lockdown natürlich extremst betroffen und nach wie vor sind sehr betroffen. Und der Endverbraucher als solches, aufgrund dessen, dass wir den Shop so ein bisschen aufgepimpt haben, war natürlich auch sehr positiv gestimmt und haben dann natürlich auch uns unterstützt. Generell rückten die Möglichkeiten der Technik in den Vordergrund. So fanden vermehrt Weinproben zwischen Winzern und Händlern online statt. Gerade die Winzer blieben und bleiben immer noch auf ihren Weinfässern sitzen. Wir haben im Weingut gesprochen, mit dem Weingut Rings aus der Pfalz. Wie gesagt, die Kontakte sind ja tagtäglich da und die merken das natürlich auch, dass dann auf der einen Seite die Gastronomie komplett weggebrochen ist, was natürlich erschreckend ist, und auf der anderen Seite der Endverbraucher natürlich auch da intensiver hinkommt und auch diese Kurztrips, einfach mal in die Pfalz zu fahren und jetzt packe ich mir mal meinen Kofferraum voll mit einem 1, 2, 3 Karton Wein, so nach dem Motto. Die EU-Kommission sicherte zusätzliche finanzielle Hilfen, auch für die Winzer zu. Zudem dürfen die Mitgliedstaaten ihren Weinbauern Geld für die Destillation und Lagerung im Krisenfall vorschießen. Als Kunde.